Hallo, meine Colorful Diamonds, hier ist wieder eure Nadja. Ja, wie ihr sehen könnt, habt wieder ein Päckchen vor mir. Und diesmal von Tini Schnickschnack. Ich werde es auch dann hier verlinken, beziehungsweise Hashtag Secret Picture mit reinschreiben. Also, wird ihr dann schon sehen. Weil es hat sie sich irgendwie gewünscht in ihren Videos. Wenn man ihre Secret Picture, also ja, Mystery Dial Painting machen und vielleicht mal zeigen und so, dann dürfen sie gerne verlinken. Das tue ich hier mit. Ja. Ich hoffe, es sieht sie dann auch. Ah, naja, dann sehen. So, ich hatte mir nämlich zwei bestellt. Huch, das sind die zwei guten Stücke. Und ein Täschchen. Karton ist leer. Den kann ich auch gleich wieder mitnutzen. Wenn ich mal auch was verschicke. Allein schon wegen dem Gewinnspiel, was ich ja auch bald machen möchte. Da komme ich dann auch noch zum Ende zu sprechen. Ja. Erstmal das Täschchen hier. Ich habe ja schon immer eins gekauft. Das kann ich euch nochmal zeigen. Ich komme mal in meine Kamera. Naja. Da hatte ich erstmal dieses Täschchen in Weiß, wo Tini Schnickschnack draufsteht. Und jetzt hat sie noch ein zweites in Pink. Ist zwar jetzt nicht so meine Farbe, aber ja. Aber trotzdem, finde ich trotzdem hübsch. Da steht Diamond Painting Schnickschnack drauf. Genau. Sieht man's? Das andere ist in Goldschrift und das in Silberschrift. Ist ohne schlecht. So, machen wir das mal auf. Ja, das ist ganz glatter Stoff. Und da ich ja auch mittlerweile ganz viele Stifte und so habe und Schiffchen und naja, brauchen wir immer mal ein paar Taschen zum Wegverstauen. Ja, genau. Jo, dann machen wir es erstmal auf. Ich hatte jetzt hier mal Verschiedenes bestellt. Einmal normales Secret Pitcher. Also da kann man halt zwei auswählen. Einmal mit normalem Toolkit, was man halt so kennt. Und oh, kann ich auch klein mit wieder nutzen. Ne? Ohne schlecht. Kartons kann man nicht genug haben. Ja, man kann da auswählen. Entweder ein normales Toolkit oder halt mit so einem Acrylstift. Und also nicht normalen Toolkit, was man sonst mal kennt. So, ich erstmal gucken. Ich hatte mir gestern was aufgeschrieben. Gestern hatte. Naja, war es nicht. Ja, der hatte gestern ein Video hochgeladen, oder ich habe mir gestern angeguckt. Da hat sie gesagt, wenn ihr die Nummer habt, dann bitte nicht das Video gucken, weil sonst weiß man ja schon, was es für ein Bild ist. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, welche sie gezeigt hat. War auch was mit M, aber ich wüsste, wo ich den Zettel hingetan habe. Ja, ist schon meine Ordnung. Kennt nicht mehr, ja, ne? Ja, werde ich schon irgendwie auffinden. Das werde ich dann auch erst mit euch painten, wenn ich dann weiß, welches ist. Weil sie macht gerade ein Video mit einem Secret Picture von ihr. Und da hat sie halt überall Nummern drauf und da sind schon überall ein paar Felder gepaintet. Je nachdem, welcher Zuschauer welche Nummer haben wollte. Ja. So sieht's aus. Also ich erkenne jetzt gerade auch nichts. Sehr gut. Ich habe ja auch schon ein Mystery Diamond Painting von, warte mal, ich weiß nicht, ob es Amazon. Ich glaube Amazon war das, glaube ich. Ja. Da war zwar auch alles schwarz-weiß, aber man hat dann trotzdem gesehen, dass es auch wie ein Totenkopf werden sollte. Genau. Ja, das Bild hat. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Farben. Und für die es gerne dann, wenn sie es gepaintet haben, die Steine zurück sortieren, sind auch die DMC-Nummern dabei. Finde ich auch sehr gut. Die Leinwand, die ist so samtig. Hinten ist es total weich. Also, Leinwand finde ich gut. Moment.
So, schon mal die Klebekraft testen. Ja, finde ich auch gut. Und es ist Bilgosno-Kleber, genau. Finde ich auch gut. Ja, also eigentlich mag ich meistens lieber die doppelseitige Klebefolie, weil die meistens von der Klebkraft stärker ist. Aber weil die meisten Bilder ja um die Steine gewickelt sind, mag ich dann lieber Gosnin-Kleber, weil da kann halt nichts passieren dabei. Ja? Das ist mit eckigen Steinen. Sie hatte gestern auch angekündigt in ihrem Video, dass es bald auch runde Steine gibt, also Bilder mit runden Steinen. Für die, die lieber runde Steine mögen, ich mache lieber eckig. Genau. Entschuldigung. Das ist auch mit Zipbeuteln, finde ich auch sehr gut. Oh, die Farben. Das Blau ist cool. Oh, ich liebe Blau. Also Steine sehen so recht gut aus, sind Acrylsteine. Weil ich sehe schon ja, die Löcher drinne. Ne? Ja. Finde ich schon mal gut. Viel Schwarz, oder? Wenn ich richtig gucke, ist da viel Schwarz drin. Also Schwarz ist drin. 310 habe ich schon gelesen. Genau. Ist hier auf den 939 drin. 93. Ne. Aber Schwarz ist drin. Mal gucken. Das ist die 2. Ach ja, 310 steht dran, genau. Ja. Das sind auch nur Buchstaben und Zahlen, finde ich auch gut. Weil sonst sind wir meistens immer Hieroglyphen überall. Das mag ich manchmal nicht so. Aber gut. Ja. Das Schwarze sieht auch bis jetzt gut aus vom ersten Blick. Weil Schwarze hatte meistens immer so Makel. Dass sie entweder zu groß oder zu klein sind. Oder meist eher zu klein sind. Aber von ersten Blick sieht es gut aus. Sind die jetzt nicht verkrüppelt oder so? Ja. Und was ist auch hier schönes Lila. Das Aubergine. Schön. Ja, auf den Zettel muss ich mal noch raussuchen. Dann werden wir es ja dann sehen. Und der hat halt, weil das Secret Pictures sind, hat irgendwie mehrere Motive. Wenn man halt auch mal nochmal bestellt, sollte man die Nummer, die hier drauf steht, mit angeben, damit man halt nicht das gleiche Bild wieder bekommt. Ja. So, mal Info am Rande. So. Das tun wir erstmal hier hin. So, das war jetzt das normale Toolkit. Da ist sogar eine schöne Pinzette mit dabei. Die Zettel habe ich nämlich auch letztens erst geholt. Also bei AliExpress. Ja, die ist auch schön schwer. Also keine billige. Auch sogar mit runden. Also so eine habe ich auch noch nicht gehabt. Cool. Sieht man es? Ja, ist halt mit runden Kopf. Sonst habe ich schon mit eckigen. Ist nicht schlecht. Weil letztens habe ich bei AliExpress ein paar Pinzetten. Die kamen die Woche auch an. Das heißt, da war es in meinem Postfach immer was drin. Einmal so rund, also hier auf gebogen, aber halt vorne so spitz. Na, fixierst du? Genau. Ist vorne so spitz. Und leicht gebogen. Die ist genauso, aber Moment. Ich selber gerade mal gucken. Also hier, die sind mehr gebogen, also hier rund die Stäbe. Au, muss aufpassen, dass es sticht. Und die sind eher flach. Also könnt ihr mal vergleichen. Moment. Jups. Hier seht ihr, die sind ein bisschen rund und die sind eher flach. Also vom Umfang her. Ja. Genau, also die ist spitzer, die ist ja, andererseits. Genau. Also solche Pinzetten gibt es ja. Dann halt diese einfachen hier, diese billigen, ich mal gucken. Ja, ich mache erstmal die anderen. Ja, ja, und dann gibt es halt noch solche, die sind gerade. No? Komm, fixiere. Fixiere. Ah, will wieder nicht hier. Ja, jetzt geht's. Dann gibt es halt noch solche. Die sind auch leicht gewölbt. Und die sind halt wieder glatt. Aber auch halt gerade. Genau. Also die Pinzetten habe ich da.
Diese normalen, die er sonst eigentlich auch kennt. Moment. Warte mal, die gehört hier dazu, genau. So, schauen wir mal kurz. Ein bisschen testen. Ich habe da mal alles so viel drin hier. Da ist gerade der Folie vom Bild. Da müsste ich schon mal aufräumen. Moment. Das ist so schon kaputt. Naja. Hier ist er. Klebt schon der Magnet an der Pinzette. Naja. Muss ich danach mal aufräumen. Mal gucken, was ich in die andere Tasche mache. Ja, und das sind halt die normalen Pinzetten, die sonst fast überall dabei sind. Ja, die habe ich ganz, ganz viel. Auch wenn schön, dass so eine Pinzette dabei ist. Also schön. So innen habe ich noch nicht. Dann halt normaler Stift mit 3er Aufsatz, genau. Steht eine 3 drauf. Da. Sieht man es? Ja, da. Eine 3, genau. 3er Aufsatz. Dann hat man halt so ein Gucci, beziehungsweise, naja, sag mal Gucci dazu. Aber Stifterhalter ist halt gut für solche Dünnstifte, damit man halt besseren Halt hat und kann man auch besser painten. Und da ist noch ein Mehrfachaufsatz mit dabei. Moment, ich mache das mal raus hier. Und zwar ein 8er Aufsatz. Seht ihr das? Ja, wir wollen nicht. Ja, wenn ich es sehe. Aber das ist eine 8, es steht eine 8 drauf. Ja, ne? Mit so einem großen paint ich meistens ja nicht so. Ich mache lieber 3er, maximal 4er Aufsatz, weil sonst habe ich das Problem, dann schief zu werden. Ja, aber da das ist, wenn man es vielleicht öfters macht oder übt, dann kriegt man wahrscheinlich auch mit einem noch größeren Mehrfachaufsetzer hin. Naja. So, jetzt haben wir noch das zweite. So, das hat die M342. Ich weiß nicht, ob es das war. Keine Ahnung. Ja. Muss ich das heute mal raussuchen, damit wir das Video nochmal angucken von Timmy Schnickschnack. Wo es das angekündigt hat, wenn er das Bild hat mit der Nummer, dann bitte das nicht angucken. Ist jetzt zu spät, aber naja. Wenn ihr es habt, dann habt ihr Pech gehabt. Aber naja, dann wird es halt schon ein schönes Bild, weil es meistens, weiß man ja nie, was bei so einem Secret Picture, weil sie, warum da immer 3 Schiffchen sind. Das hat sie mir auch gezeigt, dass da 3 Schiffchen dabei sind. Naja, ist ein bisschen geknickt, aber das gesagt, das ist ja gegossener Kleber, das verzeiht gerne mal. Aber im Großen und Ganzen, achso, ich hatte es bei dem anderen gar nicht gezeigt, mit der Klebekraft, Klebekraft habe ich gezeigt. Aber nicht den Druck, das mache ich jetzt hier mit. Der ist sehr gut, also man kann alles gut erkennen. No. Das ist bei dem anderen auch so. Druck sehr gut. Und ja, gut, was wie viele Farben das hat, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Farben. Wie war denn das? 24 und das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das hatte 20 Farben, das 24 Farben. Genau. Aber ich glaube, das war aber, glaube auch das. Bin mir gerade nicht sicher. Naja. Auch wieder mit Zipbeuteln. Und ja, also vom Farben her, glaube ich, das ist das, was er gezeigt hatte. Das war auch damit auch so bunt. Aber das stört mich jetzt nicht weiter. Ich gucke trotzdem an die Videos, ob es jetzt gespoilert ist oder nicht. Und ja. Also Qualität finde ich sehr gut. Jetzt erst von ersten Blick nicht schnappern. Und was ich so gesehen habe bei Tini Schnickschnack, wo sie selber gepaintet hat und ausgetestet hat, wie die Bilder sind, sah das auch gut aus, dass sie nicht so groß und nicht so klein sind, dass die alle gut aneinander passen, ohne dass sie ploppen. Na gut, jetzt hat sie halt so gestückelt, aber von ersten Blick sieht es gut aus, wie es gepaintet ist. Dass halt keine Lücken sind, so sah es zumindest gut aus, genau, bei ihrem Video.
So, dann was bei dem Antrag anders ist, also das andere Toolkit habe ich ja gezeigt, das ist ja bei den normalen. Und wenn man ein anderes, was dann teurer ist, glaube ich 5 € oder so, oder 4 oder 5 € kostet das mehr. Und da ist halt so ein Wachsdöschen dabei und halt so Acrylstift mit einem Mehrfachaufsetzer. Ich glaube, es ist ein 9er, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Also das Döschen kann man nicht genug haben. Also so ein eckiges habe ich auch noch nicht. Ich habe sonst nur so runde, kleine oder Moment. Zeigen. Ach, wenn ich es finde. Genau. Ich hatte mir mal solche geholt. Also die sind so ähnlich wie die, bloß ein bisschen größer hier. Ja, verschiedene Farben. Das kann man halt in Form von so einem Diamanten. Gab es mal einen 5er-Pack bei. Lass alles fallen hier bei AliExpress. Und dann gibt es ja noch diese kleinen Wachsdöschen, wo Thank You drauf steht. Oder ja, ich hatte mir auch mal welche gekauft bei AliExpress, ganz am Anfang letztes Jahr, wo ich mit Diamond Painting angefangen hatte. Also nachdem ich gesehen habe, dass es solche Dösen gibt, weil sonst sind die halt ja immer nur so, ne, ohne Döschen. Und meinen ersten Bildern, ich habe mir irgendwie das Wachs immer sonst wo hingelegt. Und dann hat mein Wachs gesucht, wo war es? Klebt am Ellenbogen oder am Unterarm oder so. Ja, also ich finde die Döschen halt besser. Da ist erstens geschützt und es klebt nicht oben rum und dann suche ich mein Wachs, weil es sonst irgendwo klebt. Ja, also solche Döschen sind sehr cool. Es gibt auch noch verschiedene Formen. Ich habe zum Beispiel ein Makaron-Döschen. So eins, das sieht auch süß aus. Habe das noch nicht genutzt, aber es ist erst neu. Erst dachte ich, das macht man irgendwie so aufklappen oder so, aber nein, das muss man auch drehen. Moment. Das ist ein bisschen unhandlich, aber. Na. So glatte Oberfläche. Na komm. So, ja. Geht etwas schwer, aber ja. Wenn ich es öfters nutze, dann geht es vielleicht auch leichter. Ja. Das kann man halt auch aufdrehen. Da tut man halt auch das Wachs rein. Ist ein bisschen größer als sonst, aber da könnte zum Beispiel das große Wachs reinpassen. Moment, das mal raus. Na, komm her. So, zum Beispiel, ja, ist ein bisschen größer jetzt hier, aber naja, passt fast rein. Also die meisten sind ein bisschen kleiner, die kann man einfach dann so reintun. Ja, ne? Aber halt immer dran denken, dass man die Folie abmacht. Man kann es ja auch, wenn man die Folie an beiden Seiten abmacht, ein bisschen formen und dann reindrücken. Ja, so kann man es auch machen. Also habe ich es meistens auch bei denen gemacht hier, weil die Wachsdinger, Plättchen sind ja meistens mal viereckig und nicht rund. Ne? Und ja, ich lasse wieder alles fallen. Ach nee. Na, jetzt kann man es ein bisschen zudrücken. So, genau. Erstmal so viel dazu. Da drei Schiffchen gab es dazu, warum auch immer. Eins hätte auch gereicht. Ja, vielleicht da gedacht, dass man vielleicht das mehrere an ein Bild painten, aber dann gibt es ja nur ein Stift. Aber vielleicht für die, die schon länger painten, haben sie mehrere Stifte. Also man könnte es auch zu zweit painten oder zu dritt. Also ja, dreimal painten, ne? Genau. Ja, das war es erstmal soweit. Demnächst mache ich ja noch dann. Ein Teilbild mit einem dunklen Einhorn. Das könnte ich euch mal kurz zeigen. Also mache ich das mal weg hier. So. Das tun wir auch mit der Seite. Das mache ich aber als separaten Video. Ich zeige es euch nochmal. Das mache ich demnächst mal. Das habe ich letztens bei Facebook gesehen, also deswegen habe ich es nicht geholt, das habe ich schon länger da. Aber die hat es, glaube ich, selber gepixelt. Es gibt auch solche Programme, wo man selber pixeln kann. Das werde ich vielleicht auch irgendwann dieses Jahr nochmal ausprobieren, wenn Zeit und Geld da ist, weil ich brauche dann auch wieder die Folie und ja. Also so viel Geld kostet es dann nicht, außer dass ich vielleicht noch Steine hole. Also das Einzige, was man dann noch machen muss, ist, das sage ich euch, wenn ich es mal mache. Was hat der Heidi von Craft and Wedding letztens gezeigt, wie man selber pixeln kann mit so einem schönen Programm. Das fand ich auch sehr gut. Jo. Das wird schon auch irgendwann dieses Jahr machen, wann weiß ich noch nicht. Aber es klingt interessant
Und ja, also, erstmal zu dem Bild. Das hat, wie gesagt, bei Facebook letztens gesehen, da hat er das selber gepixelt, aber halt als Vollbild. Ich habe nur Teilbild, weil das hier hinten ist ja gedruckt. Deswegen heißt Teilbild und nur, kann ich mal zeigen, genau, das ist auch gedruckt, außer das Auge, wo man halt die Symbole sieht. Die tut man halt nur painten. Genau. Und ich habe ja solche Wachs- oder was ist das, Acrylstifte. Also man kann es auch mit dem verwechseln, das heißt, sind ja auch Acrylstifte. Aber die waren da so angepriesen. Moment. Aber es sind eher so Wachsstifte. Also die sind ja, die spitzt man halt an. Die sind ja eigentlich erst so groß. Also ja, so groß. Na? No. Mal ausmessen. Die sind, Mensch, so 23 cm lang. Also mir waren sie zu lang zum Painten. Da eignet sich bei solchen Stiften auch die Stiftehalter, weil die so dünn sind. Weil nach einer Weile hat man auch dann der Finger weh. Ja, die sind also Wachsstifte und da wollte ich halt dann noch ausprobieren, ob die auch größere Steine hält, also Spezialsteine. Ja, das kommt demnächst. Das werde ich dann ausprobieren. Und dann kommt auch, entweder mache ich das extra, also nur das ausprobieren, oder ich tue dann die Sushi-Katze noch weiter paint mit euch. Ja, das kommt demnächst. Das mache ich vielleicht noch heute oder morgen, mal gucken. Weil heute haben wir den, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Dienstag, der 20. Ja, der 20. April. Ja, das kommt dann demnächst, heute noch oder morgen. Mal gucken, wie ich da jetzt dann gleich Zeit habe. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wer mich noch nicht abonniert hat, aber kein Video verpassen möchte, weil ist halt nicht jede Woche, mache ich ein Video. Je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, weil manchmal hat auch Stimme schwanken. Da hat man auch zu nichts Bock oder so. Vergessen habe ich auch keine Lust auf Painten gehabt. Da habe ich mir dann die. Also ist es einfach noch Kopf. Warum ich einmal mit dem Kopf anfange, weiß ich auch nicht. So war es halt in der Anleitung. Ja, nebenbei manchmal ein bisschen Lego. Das ist auch manchmal Wutabbau, weil manchmal das Abdach pflege ich erstmal in der Wohnung rum. Aber naja. Ja, so viel dazu. Also, wer mich gerne öfters auch sehen möchte und mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun. Das ist kostenlos. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Eure Nadja. Tschüss.